Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Geht's dir gut? Noch. Heute möchte ich dir zeigen, wie man Zahlen schriftlich multipliziert. Wir beginnen mit solchen Aufgaben, wo eine größere Zahl mit einer einstelligen Zahl multipliziert wird. Das ist das erste Video unserer Reihe zur Multiplikation von Zahlen. Da kommen noch mehr. Ja. Okay. Diese 5 Aufgaben mache ich heute mit dir. Puh. Wer die schon kann, drückt jetzt Pause und rechnet selbst. Wer das noch nicht kann, schaut sich die Erklärung an. So, Bosco, dir zeige ich jetzt, wie es geht. Ja. Wir beginnen mit der Aufgabe 37 mal 8. Du schreibst die so auf, dass du da einen Strich drunter zeichnest. Mhm. Gerne mit Lineal. Ja. Und jetzt willst du ja mit 8 multiplizieren. Das heißt, du musst dich an die 8er-Reihe erinnern. Die hast du ja sicher schon auswendig gelernt. Oh je, das ist lange her. Die 8er-Reihe. Ja. Die ist bestimmt irgendwo im Hinterkopf noch. Kratz mich Hinterkopf, mal. Warte mal. Kratz, kratz. Ah, da ist sie doch. Da ist sie, ja. Wir haben sie gefunden. Ja, jetzt geht's wieder. Also, die muss man halt kennen. Sonst kann man die Aufgaben nicht lösen. So, und dann rechnest du jetzt von rechts nach links 8 mal 7. 8 mal 7, das sind 56. Ja, und jetzt ist es ganz wichtig, wo schreibe ich was hin? Nämlich die 6 von der 56 schreibst du direkt unter die 8. Unter die 8. Und die 5 von der 56 müsste ja eigentlich davor stehen. Ja. Wir schreiben sie da aber noch nicht hin. Denn da kommt gleich noch eine andere Zahl hinzu und wir wollen ja nicht radieren müssen. Ja. Deswegen, entweder wir merken uns die 5 oder wir schreiben sie uns auf die Seite. Ja, lieber auf die Seite schreiben. Gut. Und jetzt rechnest du 8 mal 3. 8 mal 3, das sind 24. Ja, und zu den 24 musst du jetzt die 5, die du dir eben gemerkt hast, noch hinzufügen. Addieren oder multiplizieren? Hinzufügen heißt immer addieren. Also 24 plus 5. Ja. Sind 29. Gut, und die schreibst du hin. So, dann habe ich 296 raus. Gut gemacht. Und das war's schon. Das ist das Ergebnis. Na gut, lass mich das mal probieren. Ja. Nächste Aufgabe. Jetzt brauche ich die 5er-Reihe. Gut. Hol die mir mal bitte aus dem Hinterkopf. Erinnerst du dich auch nicht? Kratz, kratz, kratz. Ja, danke. Ah, da hast du sie doch. Ja. 5 mal 4 ist 20. Ja. Was schreibe ich da jetzt hin? Die 0 von der 20. Erstmal nur die 0 und die 2, und die 2 schreibst du an die Seite. An die Seite, auf einem extra Zettel oder so, ja, wo du halt Platz hast. 5 mal 1 ist 5. Plus die 2, die ich mir hingeschrieben habe, sind 7. Gut. Die 7 schreibe ich hin und muss mir nichts mehr merken. Ja, du musst dir nicht jedes Mal was merken. 5 mal 6 sind 30. Die kann ich einfach hinschreiben, weil danach nichts mehr kommt. Ja. Also habe ich als Ergebnis 3070. Gut gemacht. Ja, okay. Nächste Aufgabe. Oh, jetzt haben wir schon eine vierstellige Zahl vorne. 2er-Reihe, die kriege ich noch hin ohne Hinterkopf. So, 2 mal 7 ist 14. Die 4 schreibe ich hin, die 1 merke ich mir. Gut. 2 mal 0. Was sind 2 mal 0? Die steht nicht in der 2er-Reihe. Ja, die steht nicht dabei. Ja, was ist denn gar nicht die 2? Ja, nichts. Ja, und das, null. Das ist die Zahl 0. Die schreibe ich da jetzt hin. Ja, aber du musst ja noch die 1 addieren, die du dir gemerkt hast. Ach, stimmt. Also 0 plus 1 ist 1. Ja. Schreibe ich die 1 hin. Gut. Mhm. Weiter geht's. 2 mal 2 ist 4. Und 2 mal 3 ist 6. Ja, das ging jetzt einfach. 6.414. Prima. Okay. 6 mal 249, ja, das ist aber schwierig. Wie mache ich das mit 3 Zahlen? Ja, die Aufgabe sieht jetzt sehr viel komplizierter aus, ja, und ganz anders als die Aufgaben davor. Ich würde dir einen Trick verraten, Bosco. Hm? Bei der Multiplikation darf man die Reihenfolge der beiden Zahlen vertauschen. Und es kommt dann nämlich trotzdem noch das Gleiche raus. Ach so. Ich würde also die 6 einfach als zweite Zahl hinschreiben. Also 249 mal 6, klar. Ja. Gut. Und dann kannst du es nämlich genauso rechnen wie die Aufgaben vorher. Gut. 6er-Reihe. Weißt du die? Ja. Brauche ich jetzt keinen Spickzettel? Oh, ich blende trotzdem einen ein für unsere Zuschauer. Ja, ich brauche den nicht. 6 mal 9 ist 54. Mhm. Die 4 schreibe ich hin, die 5 merke ich mir. Dann habe ich 6 mal 4 sind 24 plus 5 sind 29. Die 9 schreibe ich hin
und die 2 merke ich mir. Mhm. Und 6 mal 2 ist 12 plus die 2 sind 14. Ja. 1494. Schon geschafft, gut. Ja, das ist ja einfach. Ja, machen wir noch eine letzte Aufgabe. Ja. Wer bis jetzt noch nicht Pause gedrückt hat, kann er jetzt mal Pause drücken und es selber probieren. Ja. Und dann bist du dran, Bosco. So. Die beiden Zahlen vertausche ich wieder, damit die 3 hinten steht. Sehr gut. Dann habe ich 3 mal 0 ist 0. Und die schreibst du unter die 3. Weil die hätte ich jetzt weggelassen. Aha. Ich wollte jetzt gleich mit 3 mal 8 weitermachen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die muss da wirklich hingeschrieben werden, sonst verrutschen die anderen Zahlen ja. Also okay, du kannst dich einfach denken, naja, weil nichts rauskommt, muss man nichts hinschreiben. Die 0 muss da hingeschrieben werden. Na gut, dann schreibe ich es halt hin. 3 mal 8 ist 24. Die 4 schreibe ich hin, die 2 merke ich mir. Ja. 3 mal 5 ist 15. Plus die 2 sind 17. 7 hinschreiben, 1 merken. Und 3 mal 4 ist 12, plus die 1 sind 13. Gut. Dann habe ich 13.740. Auch gut vorgelesen, ja. Ah, wenn ich die 0 weggelassen hätte, wären es nur 1.374 gewesen. Ja, du hast recht, in der Tat. Ah, und dann wäre es ein Fehler gewesen. Das wäre dann ja eine ganz andere Zahl. Na, das wäre dann falsch, ja. Okay. Und was ist, wenn ich zwei zweistellige Zahlen multiplizieren will? Also zum Beispiel 24 mal 37? Ja, Bosco, das muss ich dir auch noch erklären. Ja, bitte. Im nächsten Video. Ja, dann war es das schon für heute. Genau. Üb das lieber erstmal mit den einstelligen Zahlen. Ja. Gut. Es wird immer schwerer. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.